1000 Dislikes. Bei dem ist ja der krankeste Skandal auch passiert. Warum Klaus meint. Sei nächstes Mal live dabei. Hey, Moritz live. Willkommen zu diesem weiteren Hey, Mo-Video. Willkommen zu diesem weiteren Video auf meinem wunderschönen Kanal. Hey, Mo. Wir sind wieder am Start, das Vogelnest sitzt. Ich habe wieder richtig Bock auf Livestreams, deswegen sind wir gerade live. Hier seht ihr auch unten gerade den Chat. Guckt ihr euch an, der eskaliert komplett. Hier seid ihr alle am Start gerade. Schaut auf jeden Fall auf meinem Twitch-Kanal vorbei, Leute. Unten ist in der Beschreibung. Wir machen jetzt hier nicht täglich Livestreams. Wir machen fast täglich Livestreams. Wir rasten auf jeden Fall aus. Wir gehen heute rein, Freunde. Und zwar hat dieser Chat hier mich, die Leute, die hier unten stehen, haben mich gezwungen. Was sage ich zum Burger-Pommes-Song? Es ist ja wirklich geisteskrank viral gegangen, dieses ganze Burger-Pommes-Ding. Ist ja wirklich crazy. Heute ist nämlich auch ein Diss-Track rausgekommen zum Burger-Pommes-Song. Deswegen werde ich heute reingehen. Ich werde mir alles dazu angucken. Meine Meinung zu dem ganzen Song sagen. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wenn ihr keinen Bock habt, Leute, schaltet doch einfach ab an der Stelle. Ich glaube, ich verliere jetzt die Hälfte der Zuschauer. Alter, hier ist er, Leute. Burger-Pommes auf die 1. Also, mich verfolgt das Ding wirklich. 4,6 Millionen Aufruf nach 2 Wochen. Digga, was zur Hölle? Wir haben hier 92.000 Likes. Ich glaube aber hinter dieser Dislike-Zahl, ich habe hier so ein kleines Programm. Ich kann herausfinden, wie viele Dislikes das sind. Ich würde sagen, wir gucken mal, wie viele Dislikes wir haben hier wirklich. Das wird jetzt interessant, dass ich das hier wirklich mache. Ne? Das ist wirklich geisteskrank. Was? 500.000 Dislikes? Digga, was? Digga, what the fuck? Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Hätte ich nicht gedacht. Wir schauen uns jetzt den Burger-Pommes-Song zusammen an. Ihr habt's gewollt. Bruder, er hat ein Lambo, ne? Das ist schon mal kranke Scheiße. Er hat einfach ein Lambo. Wegen wahrscheinlich dem Song kann er sich jetzt noch einen zweiten Lambo kaufen, wette ich mit dir. Krank. Aber es ist schon cool gemacht, ne? Also das Video an sich ist echt schon geil gemacht, muss man echt sagen, ne? Also es ist schon krasse Qualität, so von den Effekten und so. Burger Pommes auf die 1, pack die Pommes in den Burger rein. Da sind wir wieder. Das ist der... So wird es jetzt weitergehen, Leute. Das wiederholt er jetzt 500 Mal. Zeit, Burger. Also ich habe mir wirklich am Anfang gedacht, das Ding muss ein Placement für McDonald's sein, ne? Aber ihr habt mir alle versichert, dass es kein Placement ist. Seid ihr euch wirklich zu 100% sicher, dass es keine Werbung ist für McDonald's? Ne, es ist keine Werbung, glaube ich. Es ist keine Werbung für McDonald's. Das ist schon mal krank. Also sie haben auf jeden Fall kranke Werbung für McDonald's gemacht, ohne dass sie dafür Geld bekommen haben wahrscheinlich. Aber ist schon geil gemacht hier so. Die Burger fliegen hier rum und so. Finde ich schon ganz cool. Steh auf und fahr direkt in den McDrive. Wenn die mal Lambo sehen, wissen sie Bescheid. Oh yeah. McDonald's-Tüte. Vor allem, er holt sich nur Happy Meal einfach. Er holt sich nur Happy Meal einfach jeden Tag. Unser Recht langweilig, keiner hier hat Bock. Nee. Direkt danach McDonald's, weil Burger Pommes rockt. Ja, es ist so krank, es ist so NPC. Es ist wirklich so ein NPC-Song, aber es ist irgendwie auch witzig. Da muss man auch was sagen. Aber Digga, was sind das alles für Kinder hier in dem Video? Haben die so ein Fantreffen gemacht? Digga, der ist vielleicht, also ich sag dir ehrlich, der Mann ist vielleicht 5 oder so, oder 4? Alle finden es mega. Ich find's auch einfach nur mega, den Song. Boys oder Girls, und jetzt rocken alle Burger Pommes Merch. Das ist halt echt krank, ne? Die haben den Song halt wahrscheinlich wirklich, die haben das schon schlau gemacht. Das ist wirklich wie so eine Gehirnwäsche einfach. So, dass die Leute dann den Merch kaufen und sowas alles, ist schon krank. Aber der Mann, der fährt Lambo, so was willst du erwarten, Digga? Grüße gehen raus an den Eierkopf-Clash. Dein District war so schlecht, du bist der größte Knecht. Wer ist der Eierkopf-Clash, Bruder? Ich hab keine Ahnung davon. Wer ist der fucking Eierkopf-Clash? Clash Games? Ne! Nein! Das ist der Eierkopf-Clash? Nein! Ich hab mal ein Video gemacht, der schlechteste YouTuber. Das war Clash Games. Hier mal kurze Einblendung. Hallo, hier ist Max. Ich bin jetzt im Krankenhaus und werde jetzt behandelt. Diese Soundeffekte und alles, ich kann nicht mehr. Das ist also der Eierkopf-Clash. Okay, jetzt check ich's, okay. Burger Pommes auf die 1, pack die Pommes in den Burger rein. McDonald's. Digga, der Text ist kreativer als meine Oma. Bruder! Nein. Oh nein, seht ihr den? Guck ihn dir an. Es ist viel zu groß. Digga, das ist ein Kleid. Der Mann hat fast ein Kleid an. Junge. Burger Pommes zockt GTA 6. Danach Candy Shop, beste No. Was? Burger Pommes zockt GTA 6? Also ich hab noch nie einen Burger GTA 6 zocken gesehen, aber. Okay. Ja, wir leben gerade in einer geilen Zeit. Denn endlich gibt es hier Duckies on Prime. Nur mal zur Erwähnung, es gibt noch Hagam. Wollte ich mal nur erwähnen, ne? Wir sprengen jede Base, ob groß oder klein. Ich bin's iCrime Max, schenk dir Limo ein. Denn Paul Berger, Burger Pommes, beste Kombi, geil. Der Reim war geil. Ich hab tatsächlich aber noch nie Burger Pommes probiert. Das muss ich mal sagen, ich muss es mal irgendwann mal ausprobieren. Ist es krass, hast du schon mal probiert? Ach stimmt, Sven hat es sogar wirklich schon probiert. Dreimal Burger Pommes selber kreiert, Digga. Oh mein Gott, das sind richtige Fans hier, Leute. Jetzt hier hinten haben wir die Burger Pommes. Oh. In den Burger rein. McDonald's geht zu jeder Zeit. Burger Pommes auf die. Leute, ich bin da mal raus, nicht? Ja, okay, wir gehen mal da rein. Aber ich muss sagen, das Musikvideo ist krass gemacht. Auch hier, dass es jetzt explodiert und so, ist schon crazy. Junge, Junge, reicht jetzt, oder? Digga, die Leute haben gar keinen Bock mehr. Es ist halt so ein Ohrwurm, ne? Es frisst dich in dein Kopf rein. Jederzeit. Burger Pommes.
Pommes auf die Eins. Okay, jetzt kommt der kleine Junge. Bei dem ist ja der krankeste Skandal auch passiert. Und da meinen ja alle so, Digga, Kinderarbeit und was weiß ich alles, dass er gezwungen wird und so in die Videos und was weiß ich alles, das ist richtig krass. Kleiner Junge ist sein Name, jeder weiß, wie ich heiß. Die Zahnlücke ist heiß. Warum heißt der kleiner Junge? Hat er keinen Namen, Digga? Heißt aber kleiner Junge. Dein Name, jeder weiß, wie ich heiß. Ja, es weiß eben nicht jeder, wie du heißt. Du heißt kleiner Junge. Dein Name weiß keiner, Digga. Leontin heißt er. Okay, also weiß man scheinbar doch, wie er heißt. Schack. Burger, Pommes auf die Eins. Pommes auf die Eins. Und die Pommes in den Burger rein. McDonalds geht so jeder. Ja, diese Logos, überall McDonalds-Logo. Das muss eine Werbung sein, Bro. Das kann keine Nicht-Werbung sein. Das ist krank. Von 1 bis 10. Was sagt ihr? Minus 1, minus 10. Okay, die Leute sind hyped. Minus 10.000. Safe 1. Oh, da haben wir eine 10. Da haben wir eine 10. Eine 11 sogar. Okay. Was hat er denn da auf dem Kopf? Achso, das ist dieses andere. Das ist ein reines Werbevideo, sorry. Aber Bro, sie haben dieses eine Getränk von dem einen, von hier, wie heißt der hier, der gerade bei mir hinter meiner Kamera versteckt ist? Ja, hier, von dem da haben wir das Getränk. Dann haben wir hier fucking McDonalds-Logos überall. Dann haben wir Merch, Digga, er hat den Merch an. Das ist ein reines Werbevideo. Obwohl, ich weiß ja nicht, ob es im Nachhinein eher Anti-Werbung ist, ne? Keine Ahnung, Digga. Pommes auf die Eins, mach die Pommes in den Ich wäre so gerne bei dem Dreh dabei gewesen, Junge. Was? Es gibt ein TikTok davon. Es gibt ein Behind the Scenes. Hier sind also Legenden entstanden. Hier ist. Wir hätten es doch aufhalten können, Leute. Wir hätten es doch aufhalten können. Hier hätten wir es doch aufhalten können. Hätte nicht jemand kurz den Stecker ziehen können. Hier einfach kurz hier den. Ah, genau. Das, den Diss wollte ich jetzt noch gucken. Okay, wir gehen rein. Der Diss-Track von Burger Pommes. Ich bin gespannt. Was werden hier für harte Sachen gedroppt? Okay, er schaut das Video. Oha. Digga, das ist eine Drecksmessage. Das kriegen wir besser. Eine Drecksmessage, okay. Ist schon mal hard up front. Er hat schon mal gesagt, scheiße, Drecksmessage. Kinderarbeit auf die Ostbox, kleine Kind in Pfandlerein. Boah, das ist hart, das ist hart. Die Kohle steckt der Vater. Kinderarbeit auf die Ostbox. Nein, das ist er als kleines Kind ja auch noch. Er nutzt sich selber aus. YouTube Money fliegt bei Eltern in die Kasse. Alle wissen, dass Kinder diesen Trick hassen. Junge! Und jetzt wird verdammt nochmal weiter geworkt. Grüße gehen raus an Jindawi, den G. Seine Kinder arbeiten schon, seit die atmen für ihn. Digga, er geht nicht nur gegen die Burger Pommes, er geht gegen alle Family-YouTuber. Ihr könnt euch ja mein Video mal dazu angucken, was ich so zu Familien-YouTubern gesagt habe. Digga, ich find's schon krank, aber das ist schon ein Brett. Das Video ist schon ein Brett. Kinderarbeit auf die Einsbox, kleine Kind in Flammerei. Die Kohle steckt der Vater. Alter, wie viele Videos macht er denn mit dem, Alter? Krank. Aber ich glaube, also ich sag ganz ehrlich, ich glaube, er wird das schon feiern. So. Ich glaube, es ist keine Arbeit für ihn. Ich glaube, er wird das schon feiern, in den Videos dabei zu sein. Apropos Thumbnail, Digga, warum klaust du meins? Nein! Digga, das ist ja geisteskrank. Das ist ja eins zu eins. Bruder, sogar die gleichen Farben, außer das Grüne hier. Das muss man ihm mal lassen. Die Grünen waren krank. Klaust du meins? Noch kein Kind eingestellt, was eins für dich designt? Bruder. Die gehen nicht, die haben nicht gesagt, die machen mal hier eine kleine Verarsche davon. Die nehmen die richtig auseinander, ne? Krank. Krank. Tag in die Fresse. Tanzverbot-Style. Ihr empfehlt Diabetes Typ 1 und Typ 2. Ich bin. Also, an der Stelle kann ich nur sagen, Helgam ohne Zucker, Freunde. Natürlich kein Diabetes, Leute. Zuckerfrei. Wollen wir kurz mal einen anmerken, Leute. Kinderarbeit auf die Eins, packt das kleine Kind in Thumbnail rein. Digga, das ist schon echt. Also, die gehen schon echt. Das ist schon echt hart. Also, ich sag euch ehrlich, ich bin bei der ganzen Sache, glaube ich, so ein bisschen im Mittelfeld. So, ich finde, der Song, müssen wir nicht drüber reden, ist ab. Guckt euch einfach mal die fucking Kommentare an, Junge. Das ist ja geisteskrank, ne? Top-Kommentar in Hugo Internet für heute. Top-Kommentar, Digga. Ohne Erwartungen reingekommen mit Ohren. Digga, die Kommentare sind das Beste am Video, Digga. Burger Pommes auf die 3, würde ich sagen. Hey, Moritz, live.